Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut, ihr seid alle gut. In den Tag und vor allem in die neue Woche gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 41.140 US-Dollar. Es hat sich wenig getan. Bevor wir jetzt aber starten, lasst dem Video auf jeden Fall Like da, abonniert den Kanal und auf jeden Fall die Glocke, damit ihr keinen Ding-Dong hier mehr verpasst ne, auf diesen Kanal. Ansonsten kennt ihr mich, wir starten jetzt sofort durch. Wie gesagt, momentan traden wir bei ungefähr 41.139 US-Dollar. Wenig Veränderung, also wir haben uns am Wochenende eigentlich relativ stabil gehalten, wenig Fakeouts nach oben oder nach unten. Wir hatten dann jetzt heute Morgen oder ich sag mal in der Nacht nochmal einen kleineren Abverkauf bzw. eine kleinere Korrektur in dem Bereich von 40.500 US-Dollar. War aber das, was ich euch angesprochen habe, das ist so die Möglichkeit, wo ich sehe, übers Wochenende, dass wir hier auf jeden Fall nochmal reingehen. Haben wir geschafft. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal wieder ein höheres Tief gebildet, was schon mal gut ist. Das heißt, die Struktur ist hier auf jeden Fall noch am Laufen. Das heißt, wir bilden weiterhin höhere Hochs, höhere Tiefs. Jetzt wird es natürlich wichtig, dass wir unser letztes Hoch bei ungefähr 42.500 US-Dollar rausnehmen. Unser CME-Gap liegt bei ungefähr 41.900 US-Dollar, das haben wir auch noch nicht zugemacht. Heißt, wir haben auf jeden Fall noch mal ein bisschen Potenzial, nach oben hin zu steigen. Der RSI kühlt momentan auch sehr gut ab, auf dem 4-Stunden-Chart liegen wir so im 50er-Bereich, also alles relativ normal. Trotzdem rechne ich immer noch mal mit so einem kleineren, ähm, sag ich mal, Fake-Out nach unten hin, so vielleicht in die Region von 39.500 bis 39.000 maximal wäre so die Möglichkeit, die ich mir offen lasse, bevor wir dann so ein schnelles Retracement nach oben hinkriegen und dann wirklich diese Woche äh, mal in den Bereich der 45.000 auf jeden Fall hochgehen können. Also ich bin jetzt nicht bearish eingestimmt, ich bin eher immer noch so in die Richtung bullish. Aber halt noch nicht so komplett übertrieben. Also, dass ich sage, Alter, ja, wir bilden jetzt hier ein gigantisches Pattern. Es kommt ein gigantischer, ultra-bombastischer, monströser Pump hier in die Richtung. So bin ich auf jeden Fall nicht eingestellt. Ähm, da bin ich einfach noch ein bisschen zu vorsichtig. Wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal hier nach und nach diese ganzen Widerstände bis 45,5 auf jeden Fall rausnehmen. Und dann natürlich haben wir eigentlich ja seit Wochen hier diese 48K. Wenn die noch nicht wirklich raus sind, also solange wir die nicht nach oben hin durchbrochen haben. Nochmal ein Retest von dieser ehemaligen Range bis 45k ungefähr gesehen haben. So lange bin ich erstmal noch neutral, bzw. seitwärts, weil mehr sehen wir momentan nicht. Klar, wir sehen auf den kleinen, kleineren Timeframes momentan, dass wir eine kleine Trendwende sehen, die aber jetzt noch nicht so voluminant eigentlich ist, wie wir es uns wünschen würden. Also wir sehen hier noch das Volumen abfallend jetzt auch in Richtung Montag. Das heißt, die Chance ist einfach nochmal geringer, dass wir einfach nochmal ganz kurz runtergehen. Der 200 SMA liegt ja auch in dem Bereich um 40k. Also das heißt, es ist ähm, jetzt nicht so. Schlimm, sage ich mal, wenn wir da jetzt einfach nochmal runter gehen, nochmal bis Liquidität abholen, um dann mit neuen Schwung nach oben hin auszubrechen. Also es liegt alles noch im Rahmen. RSI hat abgekühlt, unser Fording Wedges weiterhin im Bestand, sage ich einfach mal. Und solange, wie gesagt, wir die 45K nicht rausnehmen, ist einfach übergeordnet. Die Seitwärtsphase, wir bilden höhere Tiefs. Wichtig auf jeden Fall schon mal, aber wir müssen natürlich auch übergeordnet höhere Hochs bei über 45K brechen. Wichtig, in den Short-Term wird jetzt auf jeden Fall die 42,5 rauszunehmen dann hätten wir auch wieder ein höheres hoch kurzfristig hier zumindest das ist natürlich muss man immer dazu sagen und dann einfach wieder ähm, ein höheres tief bilden. Also solange wir uns einfach hier immer wieder so immer höhere hochs, höhere tiefs und sowas bilden, ist es absolut äh, im normalen Rahmen. RSI hat abgekühlt, alles Bombe. Gut. Schauen wir uns Ethereum an. Ethereum ist da finde ich schon mal ein Stück weiter. Wir hatten ja auch hier unser symmetrical triangle wurden ähm, nicht ganz abgeholt, sage ich mal. Also wir hatten zwar einigermaßen Retests, aber das ist das, was ich euch immer versuche zu sagen. Wenn ihr nach so Pattern tradet, legt euch eure Orders ein bisschen drüber, genau auf die Linie und ein bisschen drunter. Einfach hier werdet ihr zum Beispiel nicht abgeholt worden. Also wir sind hier bis auf 2815 US-Dollar gekommen. Wenn wir ganz ehrlich gewesen wären, wäre die Linie ungefähr bei 2800 rum gewesen. Deswegen immer ein bisschen vorher legen. Ansonsten Volumen, Mangelware fehlt hier auch auf jeden Fall noch. Jetzt wird es natürlich auch hier interessant, bilden wir ein höheres Hoch, bestätigen dann nochmal das Alte und gehen dann weiter nach oben. Oder kriegen wir hier wirklich ein äh, Retracement nach unten und bilden dann so ein, so ein kleines Doppeltop. Aber ich würde sagen, das ist momentan eher so vom Bitcoin abhängig, auch wenn die Bitcoin-Dominance momentan wieder ein bisschen abnimmt. Heißt, die Altcoins performen momentan sogar ein bisschen stärker. Sehen wir jetzt auch zum Beispiel bei Cardano. Cardano hält sich wirklich gut. Also hier haben wir wirklich schön den Boden ähm, mitgenommen. Ich weiß nicht, wer von euch da hier eventuell mit, äh, mit noch einen Trade aufgemacht hat. Wir halten uns auch hier am RSI Support. Auch perfekter Bounce, eigentlich hier, das, was wir übers Wochenende angesprochen haben. Also läuft alles momentan perfekt. Volumen wird halt jetzt sehr entscheidend werden. Also ihr seht hier, wir müssen hier auf jeden Fall ausbrechen. Also solange wir hier nicht ausgebrochen sind, nochmal einen voluminösen Pump nach draußen sehen. Bin ich da noch ein bisschen vorsichtig, jetzt hier endgültige Trendwende auszurufen? Aber wir sehen auf jeden Fall einen möglichen Boden hier. Müssen halt jetzt noch ausbrechen mit deutlich ansteigendem Volumen und dann noch ein schöner Retest wäre auch noch drin. Muss natürlich nicht sein, dass wir hier wieder direkt einen Retest kriegen, sondern einfach hier diese ehemalige Range bei ungefähr 0,91 Dollar ähm, 91 vielleicht nochmal kriegen und dann nach oben hinschießen. Also, das wäre jetzt so ein Wunschszenario, müssen wir natürlich weiter beobachten. Aber momentan sieht es hier wirklich ganz gut aus. Ähm, schauen wir uns mal noch Luna an weil das auch vorhin in der Telegram-Gruppe gefragt wurde also Luna, ähm, ja, momentan, also hält sich nicht wirklich an diese Demand Zone wir hatten ja hier eine Demand Zone bei ungefähr, ähm, wo hatten wir es denn, 83, 84 sind dann nochmal drunter gegangen bis auf 82, wo eigentlich hier wenig Support-Area war, das heißt auch hier bin ich in keinen Trade reingegangen, der Downtrend wurde gebrochen mit sogar einem schönen Retest und seitdem geht es wieder nach oben, natürlich, aber abfallendes Volumen, das gefällt mir nicht. Wir hatten es hier die letzten Male immer wieder, okay, Volumen ist relativ gleich geblieben oder weiterhin angestiegen, das ist natürlich ein gutes Zeichen aber wenn jetzt so ein Pump nach oben kommt mit ganz, ganz wenig Volumen, deutet das jetzt hier nicht unbedingt auf Stärke hin, aber gut, müssen wir abwarten. Also hier jetzt noch in den Long Trade reinzugehen, würde ich an eurer Stelle nicht machen, schauen wir uns lieber so Phantom an hält sich auch ganz gut möglicher Retest sage ich mal dieses äh, Inverse Head and Shoulders also wir halten hier diesen Monats S1 schon mal gutes Zeichen wir haben die 4 Stunden EMA Ribbons die wochenlang rot waren ins grüne geflippt auch schon mal gut und als Support bestätigt also auch hier könnte sich jetzt langsam aber sicher hier mal eine Trendwende einschleichen können wir auf jeden Fall mal im Auge behalten und was auch noch gefragt wurde ist äh, Axie Infinity oder wie man es ausspricht keine Ahnung AXS auch hier ähm, könnte sich jetzt langsam eine Trendwende einkehren. Wir sind hier nicht ganz ans äh, Golden Pocket reingekommen, konsolidieren jetzt hier in den Bereich der 50er. Also auch hier habe ich erstmal einen Long-Term-Trade aufgemacht, einen 3x-Hebel äh, habe ich jetzt aufgemacht. Aber müssen wir mal gucken. Also es ist eher für mich jetzt so Swing-Trade-mäßig, kleine Position rein und dann nach und nach gucken, sollten wir nochmal runtergehen, werde ich die Position nochmal erhöhen, <laughs> weil ich einfach momentan eher so bullisch eingestimmt bin, dass wir über die nächsten Wochen auf jeden Fall steigen werden, sollte jetzt nicht irgendwas fulminantes noch nach oben gehen oder sowas, äh, beziehungsweise irgendwelche News noch kommen. Auch hier halten wir diesen RSI-Support auch schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, der Trend ist erstmal noch intakt, solange wir kein tieferes Tief bilden. Aber wir müssen natürlich auch immer wieder höhere Hochs bilden. Ansonsten ähm, gibt es, glaube ich, wenig zu sagen. Also der Markt ist an sich relativ grün. Bitcoin, klar, mit ein bisschen Abschlägen. Ansonsten relativ grün. Ähm, was ich am, ich glaube, Freitag habe ich gesagt, bleibt einfach ein bisschen äh, Neutral, versucht euch noch ein bisschen neutral zu halten, Halte, äh, haltet euch nicht an irgendwelchen Headlines oder sonst irgendwas auf, dass wir jetzt den Mega-Pump sehen oder jetzt gleich wieder am nächsten Tag den Mega-Dump. Haltet euch da ein bisschen äh, Seitenlinie, äh, versucht den ganzen Markt ein bisschen neutral zu beobachten, beziehungsweise jetzt nicht wieder äh, hier FOMO reinzukriegen. Das war mir vor allem am Wochenende ganz wichtig, wo wir da ein bisschen nach oben hingestiegen sind. Äh, dass jetzt nicht jeder hier wieder gleich einen Trade hinterher rennt, ist meistens die falsche Entscheidung, vor allem am Wochenende. Deswegen immer mal ein bisschen aufpassen. Ansonsten äh, gibt es wenig zu sagen. Schauen wir uns auch ganz kurz die News an. Äh, KuCoin-Erfahrungen, die Exchange für Altcoins. KuCoin wollte ich auch noch ein Video machen. Ey, gute Erinnerung. Äh, vielleicht mache ich das diese Woche mal noch. Ähm, ansonsten bei kryptogurisch schon mal Erfahrungsbericht. Könnt ihr euch auf jeden Fall äh, angucken. Werde ich euch später noch in Telegram-Gruppe posten. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start in die Woche. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Ähm, wird hoffentlich eine erfolgreiche Wo Woche, sage ich mal. Ähm, wir hören uns auf jeden Fall morgen Nachmittag dann wieder. Ansonsten Telegram-Gruppe 24-7 erreichbar, wenn irgendwas ist. Ähm, lasst dem Video ein Like, da abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir hören uns morgen wieder. Ich wünsche euch einen schönen angenehmen Nachmittag. Und wie immer, stay crypto. Ciao, ciao.